Hallo ihr Jedi-Meisterinnen und Jedi-Meister da draußen und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Türchen. Ja, und wir starten auch sofort rein mit Türchen Nummer 2, gestern schon mit dem Republic Gunship. Es ist ziemlich cool gestartet. Ich suche gerade schon mal die Nummer 2. Also entweder bin ich blind, nein, da ist sie. Beim Bart vom AT-AT-Walker und wir haben den Klon-Commander. Ich erwarte nichts und bin dennoch enttäuscht. Sehr passend, aber ja, dazu werde ich auf jeden Fall noch was sagen. Jetzt bauen wir ihn aber erstmal auf. Ach ja, der gute Klon-Commander, den wir im Clone Trooper Accessory Pack schon hatten und ebenfalls jetzt nochmal hier im Adventskalender. Er hatte für mich weder was im Accessory Pack zu suchen, da hätten 3 weiße Klone reingehört, noch hier drin. Beziehungsweise es hätte gereicht, wenn sie ihn hier reingepackt hätten oder ins Clone Trooper Accessory Pack. Ich habe schon 10 Stück davon, dementsprechend freue ich mich jetzt nicht allzu sehr über die Minifigur. Er hat den normalen Klonkopf, den ihr kennt. Ja, ich hätte einen weißen lieber gesehen, aber für die Leute, die ihn nicht haben, schöne Figur. Und das war's dann auch vom heutigen Türchen. Wie ihr seht, passen unsere 2 Extras wunderbar zusammen und ich bin gespannt, was sich Ihnen morgen anschließen wird. Dann sage ich wie immer, bis denn und ciao, ihr Jedi-Meisterin und Jedi-Meister.